Vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich zeige, wie man eine Cablecam selber baut. Dabei habe ich aber vergessen zu zeigen, wie man die eigentlich bedient. Als erstes sucht ihr euch ein geeignetes Paar von Bäumen heraus. Indem ihr an der geplanten Spur entlang peilt, könnt ihr sehen, ob etwas im Weg ist. Dann wird die Cablecam mit zwei Karabinen und einem Spanngurt befestigt. Als Bremssystem verwende ich einen über das Seil gezogenen Fahrradschlauch. Wichtig beim Filmen ist, dass man die Cablecam nicht versucht anzuschucken, sondern so sanft wie möglich loslässt, damit die Aufnahmen nicht verwackelt sind. Die Geschwindigkeit lässt sich über die Seilspannung und die Steigung von dem Seil einstellen. Im Endeffekt bin ich sehr zufrieden mit den Aufnahmen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass die Qualität von der GoPro leider nicht so gut ist. Auf jeden Fall gelohnt hat es sich, die Cablecam aus Metall zu machen, weil ihr seht, dass mein Bremssystem noch nicht ganz so ausgereift ist und deshalb manchmal auch ein paar härtere Schläge hinnehmen muss.